Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich begrüße euch hier aus der Ansar-Zentrale in Düsseldorf und es geht hier um ein kurzes Update um zwei vergessene Länder der Umma, Tschetschenien und Patani. Patani, Tschetschenien kennen wir vielleicht die meisten, aber Patani ist den wenigsten ein Begriff. Das liegt in der Nähe von Thailand. Dort werden die Menschen seit Jahren unterdrückt. Aber Alhamdulillah, mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis sind sie standhaft und inshallah werden sie auch standhaft bleiben. Und in den zwei Projekten ist es einfach, dass wir überhaupt in diesen Ländern starten können, brauchen wir einen gewissen Betrag, um in diesen schwer zugänglichen Ländern also die Projekte angehen zu können. Und die Hälfte des Betrages ist Alhamdulillah eingegangen und wir versuchen jetzt inshallah mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis und mit euren Spenden die nächste Hälfte zu erreichen, damit wir das starten können. Und das zweite Projekt ist in Tschetschenien. Das Tschetschenien ist den meisten ein Begriff. Alhamdulillah, dass der Krieg vorbei ist. Aber die Geschwister werden immer noch verfolgt und unterdrückt. Die Geschwister können nicht öffentlich vielleicht den Koran laut abspielen lassen, geschweige denn Niqab oder Hijab tragen oder ein Bart tragen. Die Geschwister werden dadurch verfolgt von den Unterdrückern, von den Regimen. Und wir hoffen einfach, damit wir mit den Projekten die Geschwister unterstützen können, in den nötigsten, wirklich die nötigsten Dinge, die sie brauchen. Viele Frauen wissen weder, ob sie Witwen sind oder ob ihre Männer in Gefangenschaft leben oder gequält werden. Es geht um Sachen wie Brennholz, Kleidung, die nötigste Versorgung, wirklich das Nötigste, versuchen wir inshallah in diesen Ländern zu starten. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Ikhlas gibt und Tawfiq gibt. Und damit er uns die Projekte erfolgreich beginnen und beenden lässt, inshallah. Jazakallah khair. Bis nach Gaza.